Na gut. So, diese wunderschöne Hölle. Ah, so wunderschön. Auch so ein Ding, ne? Gerade Irwin auf dem Boot platt gemacht so und so, jetzt. Einfach, komm, wir fahren in die Höhle rein. That's the boat the woman used to get away. So, you two are really going to go through with this? Yes. This is not just about Jill, but the Ouroboros project as well. I guess there's nothing I can do to stop you. I will call HQ and try to get the withdrawal order rescinded. I will also try to get you back up. Try not to get yourselves killed. Sag tschüss. Sag danke zu Josh. Nein, nur. Ach, Chris. So, Kapitel 4, Strich 1. So, dann schauen wir nochmal. Excella. You've heard it before? That's the name of the director of Trisouth African Division. Do you think she could be connected to Irving? It's possible, but I don't have any proof. Trisouth. There is a connection. What does that mean for Africa? Not sure. But if we keep going, we're bound to find out. True. Let's move. Okay. Let's move. So, hier verbrennt noch was. Ja. Kann man sich einfach mal so einen halben Menschen hier raufhauen. Irgendwie. Das Feuer. Köstlich. Das ist halt einfach Barbecue. Nach Tricell-Art. Ich glaube, es war aber ein gutes Invest, irgendwie in die MP5 von Shepard zu investieren. Mord, bleib mal schnell. Das ist mir egal. Das brauche ich nicht. Achso. Ich bin jetzt schon rüber. Na, wo seid ihr denn? Haben wir auch gar nichts bei, ne? Scheiße. So, Jay, wenn du Bock hast, kannst du auch mal so ein Erste-Hilfe-Spray mal droppen lassen hier irgendwie. Wer stellt denn hier eine Vase hin? Klettern. Oh, oh, guck mal. Nice! Oh, ein Amethyst. Ne, ein Topaz. Ein Topaz. Ja, toll. Ich hab echt selten was bei. Doch, wer hat denn hier die Leiter wieder hingestellt? Oh, Knick. Kann man hier was rausdroppen lassen aus so einem Schädel. Ja, sieht nichts aus. Wie gesagt, seht's mir bitte noch nach, irgendwie, dass ich bin immer noch so ein bisschen, leider immer noch so ein bisschen in den Nachwirkungen der Erkältung. Und höre mich immer noch so ein bisschen am Hals oder ein bisschen nach, noch ein bisschen nach hier. Schnetzelt eigentlich schon alle durch hier. Scheine! Ja, aber da doch. So, schön. Und, hast du Lust? Nimmst du mit?
grab it. Oh, Granate, sag ich mal ein. Ich hab ja noch Schönet. Was ist denn ein schönen Ziegenschädel mit einem Rubin drin? Grabben wir auch. So, zopf. 1 auf 4. Das ist aber wirklich was. Wirklich was zu finden. Nun dann. Hinein mit uns. Na, das sieht doch nach Labyrinth aus. Eieiei. Cool. Cool macht mit den Fledermäusen. I never knew such a place existed here. Looks like there's been some recent activity. I hope Irving was telling the truth when he said we'd find answers in this place. So, schön ein paar Schätze einsammeln. Droppen die irgendwas? Nein. Das sieht nicht so aus. Ja, man sieht wirklich schon eine Menge Edelsteine hier irgendwo oben glänzen. Fette Spelle. Ja, kannst du sie nehmen? So, könnte aber ein bisschen nachladen. Ein bisschen Schäfer anscheinend. Reload! So, funktioniert wunderbar. Alter, Scheiße. Was ist denn das hier? So eine Säge als Wiegemesser umfunktioniert oder was? Gottes Willen. I see you need a hand. Ja, na denn. Oh. Money, money, money. Sehr schön. Wäre natürlich cool, wenn man alles mit einmal nehmen könnte und nicht achtmal sich bücken müsste. Okay. Na, war da doch was? Nee. Oh Gott, oh Gott. Dadurch, dass die meisten Edelsteine an der Wand sind, irgendwie, muss ich mich da natürlich ein paar Mal umdrehen. I'm okay. So, ja. Und wo soll ich denn jetzt so hin? Einfach runter? Okay. Zusammenstehen. Oh, die Bitte wieder voll. Darf doch nicht wahr sein. Was ist das? Was für ein Einschussloch. So, jetzt kommt's. Nee. Oh! Sie hat ihn getroffen. Ich bin schon gerade gewundert, irgendwie, was mit einem Pistolenschuss irgendwie ihn platt gemacht. Guck mir doch ein Spanisch vor.
vertraut. So, die Wehrmunition. Würde ich gerne mitnehmen für Schema. Aber I'm full. I'm fucking full. Ach, da bist du ja. Ne, ne. Kannst du selber aufsammeln. You grab it. Roger. Are you okay? Roger. Thank you. Ah. Ein nasser Sarkophag. Und wieder lauter Einzelkisten. Ich versteht nicht. Wieso? Ist das so bescheuert? Mann, warum? Ist das, damit das ein Meer vorkommt oder was? Also, so nach dem Motto, ich hab mehr gefunden? So, Sheva, du bist noch relativ leer, in Anführungsstrichen. Du kommst mal mit. And you take the Kraut. Oder noch besser? So, du brauchst jetzt zwar nicht. Thanks, you okay? Aber ich. So. Give me a grenade. Use this. Thank you. So. Reload. Und dann schauen wir doch mal. Das rote Dings hier mit dir nochmal. Rote Kraut. Ach nee, wollte ich gar nicht lang. Und außen lang. Hier vorne wollte ich lang. Und jetzt an der Seite mal gucken. Hier hat der Onat. War das hier? Glänzte. Sieht nicht so aus. Na gut. Oh ja, das war ja fies. Stumpf ihn! Naja, gucken wir erstmal Smaragden rappen hier. Come on, Roger. Oh, yeah. So, da vorne. Das ist mir noch nicht, da ich noch nicht hin. Ich guck erstmal hier hinten. Oh, da drüben. So, die müssen wir natürlich erstmal alle mal aufmachen. Mal gucken, was da drin ist. Ah, ein Rubin. So. Und hier vorne, was war da? Oh, ein Insef. Okay. So, das hier vorne willst du nicht nehmen, oder was? Come on! Roger! Take it! Roger! Mein Sheva ist besser munitioniert als ich. Nee, doch nicht. Geht so. Geht so. So, hier ein paar Schildträger.
Mhm. Come on, Roger. Come on, forget it. Wie, was? Nimm's jetzt nicht, ich bin zu. Come on. Okay. You grab it. Roger. Schau mal, schon wieder voll. Sachen einsammeln. Try mal. So, ich hoffe, ich krieg jetzt hier nicht so ein Zwei ab. Shit. Na, auf die Mütze gekriegt. Oh. Nun aber flink. Ah, das sah doch ganz gut aus, oder? So, okay. Na das. Dann mach mal die Tür auf. Nichts wie durch. Hooray! Oh nein. Aha. I didn't know you could move so fast. Ja, glaubt man mir ja nicht, wahr? Kleine Bröckchen. Fertig, bing. So, kannst du mich nehmen. Also jetzt weiter. So, darin, open. Kein Speicherpunkt. Oh shit. Oh no. Oh je. Ach, so scheiße. Was? Oh, Scheiße, warum denn? Wieso? Ach, wieso? Kinder, nee. So, können wir hier eine Strippe ziehen? Ja, los, hier an den gammeligen Seil in der Kette. So eine Konstruktion einfallen zu lassen, ja, so ein Mechanismus. Wahnsinn. Also klar, es ist halt ein Videospiel, aber nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich irgendwo hier eben haben. Guck zu viel Indiana Jones. So, was haben wir denn hier schön? Hier geht's runter. Springen. So, jetzt ein bisschen weiter.
Musik gefällt mir. Schön ein bisschen chillig. Jetzt ein bisschen was von Uncharted. Oh, schöne Kiste. Also, so leichter Tomb Raider Flair, Uncharted Flair. So, scheinbar müssen wir aber wirklich über die Treppe nach unten. Glaube ich zumindest. Ich sehe gerade noch keinen anderen Weg. Aber hier rüber vielleicht. Und so nach oben. Ist das über mir? Nein, ist nicht über mir. Ist auf der anderen Seite, oder? Ich glaube ja. Nee. Opa! Okay. Gut, was müssen wir machen? Eine Patrone. Schön. Achso, hier. Kann man tauschen? Will ich tauschen? Ja. Gib mir eine Grenade! Wegwerfen. Also, Blendgranaten werden auch ihren Vorteil haben bei gewissen Gegnertypen so, aber ich denke mir halt immer so, wenn halt schon echt dein Inventory so rar gesät ist irgendwie, denn Blendgranaten mitzunehmen irgendwie. Ist wahrscheinlich halt für alle Gegnertypen, wo, sag mal, so ein Las Plagas halt schon ausschaut. Da sind die halt ultra effektiv, ne? Aber so. Dann nehme ich mir lieber ein paar Patrouillen mit. So, gut, dann nehmen wir hier mal die Treppe runter. Okay. Also auch hier müssen wir zusammen an Ketten ziehen. Na gut, machen wir das mal. Alles klar. Muss ich mitnehmen. Da gibt's nichts. Da gibt's nichts. Vier Patronen getauscht. Guter Deal. Das tut mir nicht so doll weh. So, was haben wir hier? Ach, hier noch irgendwas? Nee. Ach, das ist so lahm, der kleine Dicke. Und los geht's. Wumms die Wumms. Tschüss. Oh, dann mal da. Schon wieder gesagt, bitte, bitte, Mechanismus. Oh, da oben ist die nächste Statue. Nimm so viel. Yes. So, die Frage ist jetzt natürlich, ob wir jetzt hier irgendwo uns selbst quasi. Nee, tatsächlich nicht. Bevor ich dann weiß schon, dass wir jetzt irgendwo uns den Weg selbst abgeschnitten haben. But it looks pretty good. So, mal hier noch was schauen. Oh ja. In den Götzen. Come on! Okay. Und auf geht's.
Statue. So, was haben wir hier noch? Ketchup. Den nehmen wir mit. Bitte? Na wunderbar, jetzt kommen die Leute. Ach, ein schöner Mob. Schade, wenn man ihn auf den Zeitpunkt verkackt. Und ihn hätte es noch irgendwie kurz schlagen können. Ja, Limo Dance oder was? Thank you. Finden. Das haben wir immer noch so fallen lassen. Die Schlingel. So, war ich jetzt hier schon an den Gelben dran? Der mir hier so wie überstand. So wie zumindest ist. Bin ich jetzt total verrannt gerade. Nee, kann ich gar noch nicht. Kann ich gar noch nicht gewesen. Ist ja Quatsch. So, von da drüben. Oh. Kleine Granatenknilch. Okay, cool. Heißt, hier kommen wir jetzt wahrscheinlich runter. Genau. Von unten kommen wir zum Gelben hoch. Klar, ne? Eigentlich. Von unten kommen wir zum Gelben hoch. So, haben wir denn hier noch ein paar kleine Sachen? Oh, schau mal. Oh, ah. Hallo! Black Panther, was ist denn das? Blendgranaten. Tausch mal gegen. Give me an herb. Use this. Die sind wahrscheinlich für den Granatwerfer. Mit Explosivschuss gerade gefüllt. Okay. Gut, aber eins am anderen. Let's make the yellow one. So. Na los. Da drüben ist schon gleich der nächste Land. Die Violette. Cool. Scheiße, hier fehlt jetzt wirklich Stoppe. Shava! Roger, there's only one chain. The other one must be somewhere else. Ja, aber wo? Was, wer? So,
Gut. Hätte man auch also abkürzen können alles. Na gut. Dann gehen wir also wieder runter. Jetzt müsste ich ja quasi genau ins Tiefer kommen, weil da die Treppe runtergefahren ist. Genau. Also hier eigentlich links, ich guck ganz kurz nochmal rechts rein. Krüge des Todes. Na gut, okay. Nee, das haben wir nicht gut. Schön gewundert, warum sind denn die Fackeln hier aus? Das ist ein finsterer Move, Alter! Spinnt der? Ich glaube, ich spinne! Alter! Voll aufgesperrt hier! Die sind fast eklig! Mehr Munition. Kann man nehmen! So. Come on, let's put together. So, Humpel, Schrumpel. So, Shiva, Shiva, wohin? Da, zum Roten. To the Red One. Oh nee! Oh nee! Oh, ich bin wieder der Schrimp!
Sehr schön. Der hätte jetzt ja nicht mehr gerechnet, ey. Mit der alten Schrimpfledermaus. So. Nice. 51 Schuss. Damit kommen wir nicht weit im Biomarkt. The preparations are almost complete. Then we can leave. Good. So spritzen, ey. You know, I was surprised Las Plagas was such a success. When you first arrived, I had my doubts. And now Ouroboros is complete. Your position at Tricell is secured. Oh, I have my eyes set on something much bigger. You'll be needing a partner, right? Someone suitable to join you in your new. I believe I've proven I'm worthy, haven't I? Perhaps you have. The BS hanging in your hand. Klingelwalle, dynamisch. It appears your old friend, Chris Redfield, has come to pay you a visit. Do I sense concern? The plan is in its final stages. I will not tolerate delays. Spencer, ne? Damals. I believe I should thank you, Spencer. Ende Kapitel 4.1. Der Kultbereich. Ich will keine Handgranaten. Keine Granaten mehr, ich mal versuchen, gleich wieder loszuwerden. Wenn wir hier irgend zum Mob kommen lassen, ja. Was soll ich da? Kann ich da? Schikaka. Aha. Hier sieht es mir noch schon wieder aus, als müsste ich hier drei Sachen einsetzen. Es gibt drei Aussparungen. Na gut. So, da hinten ist noch ein bisschen Burning Man Festival. Sunlight into a laser-like beam. Ja, ist schon toll. Oh, ich hatte vorne. Eieieiei. Schön.
Schon wieder. So, was haben wir denn hier? Affenfresse? Das Meeremblem. Aha, okay. Na, dann haben wir wohl. Aussparung Nummer 1 können wir schon mal füllen. Ja, und seid mir bitte nicht böse, wenn das Let's Play hier halt in dem Stadion jetzt ein bisschen ruhiger ist, irgendwie vom Reden her, weil es ist wirklich. Ich will jetzt nicht rumheulen, aber. Reden strengt wirklich noch ein bisschen doller an. Ja. So. Ja, hasse. So, kann ich hier rinhüpfen? Will ich hier rinhüpfen? Nee, will ich ja nicht. Okay. Gehen wir mal zurück. Das war Aussparung Nummer 1. Wir gucken, was der Todesstern hier macht. Wen soll ich denn hier zielen, Alter? So, moppen wir mal drin. Gucken wir mal, ob hier irgendwas aufgeht. Nö. Scheiße. So! So! Zwei ist fies! Zwei ist fies! Komm mal schön. Ich bin fies! Ist doch nicht euer Ernst hier, ey, Leute! Denn der her? Er lasert hier so quer rüber, oder was? Na, ist ja auch schön. Wunderbar. Ganz geil. So. Also nicht von vorne. Schmeißen. Sprunghilfe. Nice, Chip. Nice. Oh.
So, und wie müssen wir jetzt darüber? Kontrollpunkt drin, die ballert hier, ey. Ach du Scheiße. Da links und rechts hier, ey. So, können wir hier mal ein paar von den Laserteilen mal ausschalten, oder was? Man den nicht da irgendwie erwischt? Kleinen Penner den. So. Und wo kommen sie? Du, wenn du Lust hast, schick mal mit, ne? So ist nicht. Schuss. So, was hat Munition hier verändert? Ah ja. Thank you. Oh, schnapp dir mal ein Barosche jetzt. Oh. Hier.
So, das ist ja Quatsch. Da müssen wir ja nicht mehr hin. Wir müssen jetzt runter. Hier können wir runterspringen. Oh, Sheva. Komm fort mit. So, hier haben wir was. Gut, gut, gut. Okay. Gut, hätten wir oben langlaufen können. Naja. Egal. So, dann droppen wir die Dinger mal rein hier. Himmelsemblem und Erdemblem. Und the door is open. Fragt sich nur, ob wir jetzt hier gleich wieder für einen übelsten Battle hinter uns bringen müssen. Diamant. Gut. Was? Ah, ist ja nicht für eine wunderbare Höhle. Für mich eine Falle. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Was hat denn? Okay. Na, dann zeig doch mal. Tread carefully. Those beams are dangerously focused. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Yes. Hoppala. Ja, hey. Lass mal das jetzt. Oder? Ja. Ja, nein. Ja, ja. Ja. Nein. Okay. Ja, scheinbar kann ich jetzt nicht einfach wild rumdrehen irgendwie. Anscheinend muss Sheva erstmal irgendwo hinlaufen. Bevor ich zerbrutzle. Na dann los. Gucken wir erstmal, wo sie hinläuft hier. I see. There's a trick to getting out of here. Ganz bestimmt. Tread carefully. Those beams are dangerously focused. Ja, ja. So, okay, da drüben soll er ankommen. Dann würde ich doch jetzt erstmal sagen. Oh, dreh den erstmal weg, damit ich den drehen kann.
Tada! Like it worked. Are we finished? Na, was heißt jetzt da unten? Sitz hier. Okay, das nächste Rätsel. That pillar is in the way, but I think we can knock it over. So, der geht dahin, der geht dahin. Der geht dahin und der geht dahin. Okay. So, dann knocken wir noch den Pillow hier weg. Und die ich jetzt drehe. Sollte es funktionieren? Tja, ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Another one down. What's next? Renn jetzt nicht in die Leserin. Sehr schön. Und das dritte Rätsel. Schon hier ran. Ich bin skeptisch. Aber ich bin auch ein bisschen. Na klar. Nee, super. Unangenehm. Das war ja eine fiese Falle. So, so was. So, okay. Naja. Das schmeckte ja schon vorher alles nach einer Falle. Und es war eine. Okay. So, na gut. Dann wollen wir mal schauen, wie wir das jetzt hier wuppen. Also, hier soll er ankommen, oder was? Oder wie, oder was? Nee, hier vorne soll er ankommen. Ein Grusel wie ein Totending. So. So, der geht auf den, der geht auf den, der geht auf den. Na dann. So, es hat jetzt anscheinend Glück. Ach du Scheiße. Echt jetzt? So scheiß C. Ja, kein schöner Tod, da kannst du aber von aussehen. Uff. So. Die Frage.
Frage wäre jetzt natürlich gewesen, irgendwie, ob jetzt was in der Truhe drin gewesen wäre. Was ist denn für eine Scheiße? Okay, wir müssen also nochmal öffnen. So. Natürlich. Ihr wisst, was das in welcher Zeit das ist. Das ist Zeit für ein Eklat. So. So viel Spinnen und Fallen und sonst sowas hier irgendwie. Muss man erstmal ein Ei essen. So, was sieht's hier mit den Masken aus? That's it? Okay. Schönen Ei essen. So, okay. Also dich muss ich komplett weiterdrehen. Nun gut. Gehen wir nochmal rum. Schiss nur für Klopfer an der Hose, ey. Klack, klack. Nein. So, okay. So. Lift. Die Zone. Und ich komme nicht mehr raus. Das ist ja nicht so gut. So, ja. Nein! So, muss ich es mal erstmal kurz anders machen. So, jetzt so drehen. So, Shava, ich hoffe, du kommst ja auch irgendwie zurück. We got it, yeah, we got it. Na, jetzt aber hopp. Da war noch ein Edelstein, ne? Verdammt. Egal. Nicht für Allergiker. These are no ordinary flowers.
Wait. Doesn't look like anyone's been around for a while. You can be sure they wanted to keep this place a secret. Some of this equipment's got the Triso logo on it. Are they working together? Hmm.